Hallo, willkommen zurück im LS19 auf der wunderschönen, auch schönen Karte Niederbayern. Ne? Da oben ganz deutlich zu sehen, wunderschön. Ja, ich wollte eigentlich eben, da war jetzt 2000 Liter Kalk drin im Drehdahlstreuer, wollte die Palette eigentlich da rein entladen, hatte auf die falsche Seite geworfen. Okay, jetzt steht sie hier rum. Das, was ich jetzt mache, macht mir vielleicht nicht. Und der Fleisch nicht. Immer. So. War ja ganz vorsichtig. Ja, wie gesagt, hier diesen Drehdahl, den kleinen, in Anführungszeichen, den wollte ich eigentlich nutzen zum Dünger streuen. Ne? Und wollte mir noch einen zweiachsigen holen für den Kalk. Dann müssen wir noch Kalk kaufen beim Händler. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schauen. Den werde ich erstmal in unsere, genau, in unsere Halle reinstellen. Da haben wir ja angefangen aufzuräumen, ein bisschen auf dem Hof. Ja. Und ja, die füllt sich auch so langsam, aber sicher. Wenn da jetzt noch ein, zwei Anhänger rankommen und manche Maschinen und der andere Bredalstreue, dann haben wir ja, dann haben wir sogar die sechstorige Leimbinderhalle vollgekriegt. Gut, man könnte es noch enger platzieren, natürlich. Aber wir haben ja sowieso genug Platz hier. So, dann lassen wir nicht. Doch, den lasse ich jetzt mal zum Händler fahren. Der kann schon mal den Zweiachs-Bredal kaufen. Hof zum Händler. Melde dich bitte. Bitte melde dich. Geschwindigkeit passt soweit. Sehr schön. Zwei Rundumleuchten. Hey, bist du ein schöner, hä? Designline, sag ich da nur. So, was waren denn die anderen Jungs? Der parkt immer noch, der hat auch noch ein bisschen Pause. Ah ja, sehr schön. Noch einmal hoch, einmal runter, dann hat er es auch hinter sich. Also ich meine, das Einsehen hat er dann hinter sich. Was können wir mit dem tun? Mit dem können wir eigentlich den Anhänger holen, den großen. Kann ich mit dem, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich mit dem auch alles laden kann. Dann würde ich nämlich tatsächlich... Nee, Quatsch, muss ich ja gar nicht, Leute. Wir haben ja Saatgut und alles mögliche am Hof dahin, in den Silos drin schon. Ah. Ich hatte in der letzten Folge ja gesagt, ich würde gerne hier diese Hallen nutzen, um Saatgut und so weiter rein zu, ja, lagern, einzulagern. Aber wir haben ja hier schon... Ist das jetzt doof, wenn ich es hier abhole und vorne einlage? Eigentlich ist es Quatsch, ne? Ja, das ist Quatsch. Flüssigdünger, wir haben alles hier. Alles am Start. Was ist das denn? Auch noch ein Unterstand. Ich drehe durch. Was ist denn hier drin? Gar nichts. Also Platz haben wir echt ohne... Ende. Hier können wir reinfahren. Durchfahrhalle, wunderschön. Mit dem Drescher ist das optimal. Schöne Sache. Ja, also, dann haben wir das Thema schon wieder abgehakt mit dem Saatgut und so weiter. Das haben wir schon am Hof. Das heißt, was könnten wir da reinhauen? Wir haben ein Multilager. In das Multilager passt Gras, Stroh und alles rein. Denke ich, dass es so ist. Da habe ich jetzt auch keinen. Also, dann müssen wir es einfach jetzt mal leer stehen lassen. Ja, vielleicht kann man irgendwann... Nee, ist auch Quatsch. Die Kühe sind auf dem anderen Hof. Das heißt, mal gucken gerade. Wir haben ja, das, wie gesagt, das Multilager da. Das ist ja platziert, aber nicht angegeben. Silos. Ist das noch drauf? Habe ich das noch drauf? Nein. Ich habe es nicht mehr drauf. Jetzt bin ich nur mal gespannt. Wie ist es denn? Es steht ja hier drauf, dass ich, keine Ahnung, sind das 100 Millionen? 3, 6... Ja, 100 Millionen Liter Lagerkapazität habe. Im Besitz tatsächlich. Und
Das müsste das dann sein. Und ich gehe davon aus, wenn das hier das gleiche ist. Gras, Heu, Stroh. Was ist das? Mist, Gülle, oder? Was sind das? Gärreste? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist Käse? Nein, das ist. Weiß ich nicht. Ja, genau. Karotten, Zwiebeln ist ja alles dabei. Tja. Dann müssen wir mal schauen. Okay. Unser Fendt ist am Start. Der ist jetzt. Genau, den haben wir jetzt zurückgeschickt. Kalk haben wir auch am Lager. Also der Fendt muss eigentlich nur noch den Drehdall abholen, den wir jetzt kaufen. Düngetechnik. Bredal. Einmal mit Aufbau und Reifen. Natürlich. Wenn schon, dann richtig. Und natürlich die Streuverteiler für 18 Meter. Das ist okay. 78.000 kriegen wir noch gebacken. Kaufen. Danke, danke, danke. So, dann freu dich. Du hast einen neuen Anhänger für hinten dran. Er glänzt schon fast so wie du. Dann schicken wir den wieder auf den Hof. Der Johnny müsste doch schon längst fertig sein mit dem Einsehen von den Zwiebeln. Du. Der braucht aber ewig einen 3 Tage, um auf den Feld zu wenden, du tatsächlich, ne? Ich mich gerade aufregen. Nö, kein Schnitt. So, du fährst dann vom Händler zum Hof. Danke. Und meldest dich bitte. So. Ja, hallo. Jetzt kommt die Meldung, dass du der Wisch erst Pause machst hier. Gut, passt schon. Zwiebeln sind im Acker. Sehr schön. Zwiebeln, ich bin mal gespannt. Natürlich passen jetzt Zwiebeln, ich weiß es gar nicht genau. Zwiebeln passen jetzt vielleicht nicht unbedingt nach Bayern. Stimmt es? Ich könnte ja wieder sagen, schreibt es mal in die Kommentare, aber das passiert ja sowieso nicht. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ne? Eigentlich ist es ja Bayern so. Ich behaupte jetzt einfach mal. Die üblichen Getreide wie Hafer, Weizen und Gerste und natürlich auch Hopfen, logisch. Und halt viele Wiesen. Ne? Das ist so meine Vorstellung oder beziehungsweise ich war ja schon ein paar Mal durchgefahren, auch schon öfter in München. Das ist so mein Gedanke an meine Erinnerung an Bayern. So. Gut, dann machen wir gleich Saatgut wieder voll. Wir haben ja jetzt gelernt, wir haben es am Hof, wir brauchen keine extra Silos. Dann machen wir das auch so. So. Das war, glaube ich, N Länge gedrückt halten oder sowas, ne? Ah ja, genau. So. Ja, Saatgut bitte sehr. Danke. Danke, das freut mich. Und Zuklappedeckel. Danke. Nervt euch das eigentlich, wenn man jetzt hier andauernd die Geräte sauber macht? Eigentlich gehört sich das ja, ne? Nur ob das dann jeder immer macht, weiß nicht. Ich sehe auch gleich passiert, ist hier jetzt kein Hexenwerk. So am Rande. So. Sieht doch wieder gut aus, oder? Prima. Und der neue Predal ist auch schon am Start. Sehr schön. Meine Güte, was das auf dem Hof hier staubt. Oh oh. Oh oh. Uiuiui, das war knapp. Ich habe gerade bös abgeniest.
Ich hätte ja vor lauter Faulheit das andere Tor aufmachen können, gell? Mensch, Kerle. Was denn los, Junge? Fahr doch mal richtig. Mach doch mal richtig hier. Sollen wir uns mal anschauen, ob wir noch nicht noch eine Parzelle kaufen können? Ne? Wäre doch nicht so schlecht, dass wir auch was zu tun haben. So. Ah, okay, ich hätte vielleicht tatsächlich... Ne, Moment. Die Traktoren könnten wir hier reinstellen, da waren sie ja auch. Da kann man auch zumachen später. Ah, der Helfershelfer. Boah, siehst du cool aus, Kollege. So, hast du gut gemacht, vielen Dank. Natürlich werde ich diesen Hänger erstmal voll ballern mit Kalk. Passt größentechnisch nicht ganz, müsste vielleicht ein größerer Traktor vorne dran. Ich muss noch mal gucken, aber von der PS-Zahl müsste der 7er jetzt schaffen. Wer dann der. Ahaha, keine Kolli, bitte keine Kolli. Danke, keine Kolli. Dünge! Nein! Oh, Kalk wollte ich habe. Kasper. Das ist halt der Nachteil. Wenn das alles so nah beieinander steht, dann wird das Ganze etwas verwirrend. So, und wo machen wir jetzt das hier? Also, ihr habt es gesehen. Alles, was wir nicht brauchen, schmeißen wir bitte zaun. Oh Mann! Das ist ja ein Käse. Vielleicht soll ich von der Seite hier reinfahren. Dass zuerst mal der Kalk erkannt wird. Ist ja ein bisschen doof, aber egal. Wenn der jetzt Saatgut reindrückt, kriege ich die Krise, Leute. Na also, sieht aus wie Kalk. Aber das war doch der Hammer eben, oder? Ich dreh links, du, mein lieber Freund. Also, falls wir daran denken, wir brauchen später mal ein bisschen Dünger, ja, macht nichts, der Nachbar hat es im Garten liegen, so ungefähr, ne? Hammer geil. Oh, schon voll. Geht ja ratzfatz bei euch hier. Ah ja, ist schon zu ziehen, gell? Das merkst du. Das denke ich mir. Ich kenne jetzt gar nicht das spezifische Gewicht von Kalk. Müssen wir mal googeln. Weil 18.059 Liter Kalk, das ist nicht leicht. So, ich habe gesagt, wir kriegen es voll. Okay. Der Vorteil am 724er ist natürlich, also beim anderen Modell auf jeden Fall, man kann Pflegebereifung aufziehen, falls man das muss. Allerdings werde ich hingehen, ich habe ja auch im Bredalsteuer keine Pflegebereifung mit dabei. Das heißt, wenn was zu düngen ist oder Pflanzenschutz aufzutragen ist und wir haben schon Wachstum, werde ich das von einem Helfer machen lassen, dann fährt er nichts kaputt. Mag unrealistisch sein, aber mir gefällt es nicht, wenn ich jetzt hier auf dem Teil, ja, die Trennscheibe drauf habe, geschweige denn, oder auf dem 724er die dünne Reife, das geht optisch mal genau gar nicht. Oder müssen uns irgendwann, das können wir machen, einen kleineren Traktor hole, wo es dann egal ist, wie er aussieht. ja, das überlegen wir uns noch. Gut, was müssen wir denn machen? Wir haben
19 und 20 eingesät. Es ist beides im Wachsen, es ist beides komplett gedüngt, muss nicht gepflügt werden und muss auch nicht gekalkt werden. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, bis es Unkraut aufschlägt, weil das dann das Einzige und Nächste ist, was wir noch machen müssen auf den beiden Feldern. So, wenn ich das Land kaufen möchte, kriege ich da einen Herzinfarkt oder wie ist denn das? Passend, die 11 dieses Jahr ist, also die 11 ist heftig, ne? Oder die 9. Das ist ja, ne? Nicht schlecht. Haben wir noch was Alternatives? Da oben ist viel zu teuer. 100%. Kann ich mal googeln. Nein. Ah, das ganze, der ganze Streifen hier. Okay. Nee, nee, nee. Was kostet das? 313, das war mir klar, 312. 406. Hallo, das ist aber komisch. 368. 407. 165. Das würde funktionieren. Allerdings ist dann kein Geld mehr da, um ja, die Erntemaschinen bzw. den Zwiebelroder zu auszuleihen. Spinnerei und so weiter. Also ist schon eine große Karte, ne? Das ist schon, das steht immer fest. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass da früher oder später Produktionen dann noch drauf kommen. Um zum Beispiel hier bei der Molkerei ja, Milchprodukte herstellen zu können. Oder hier bei der Privatbräu Meißner, dass man hier dann vielleicht Bierflaschen oder Bierfässer herstellen kann und so weiter. Wir lassen uns einfach mal überraschen, ja. Getreidemühle könnte man dann Mehl machen, logischerweise. Das könnte ich mir vorstellen. Was ich mir momentan nicht vorstellen kann, ist, dass wir noch ein Grundstück kaufen, weil die Asche fehlt. So, wir können allerdings die Zeit etwas vorlaufen lassen. Kühe. Moment, das gucken wir jetzt gerade noch. Der Kuhstall ist ja hier, genau. Und das ist auch der Kuhstall. Das sind zwei. Was kostet denn der Erwerb dieses Grundstückes? 191.000. Also ich würde wetten, sobald wir die Zwiebeln geerntet haben und gut verkauft haben, können wir uns schon mal die Kuhweide hier zulegen. Das passt. Ich möchte nämlich ungern den Kredit noch höher schrauben. Was haben wir denn für Aufträge? Düngen 4.700. Haben wir doch was, ne? Und hier nochmal düngen. Feld 17. Wo ist das Feld 17? Oh. Das ist gar nicht so weit weg. Das würde ich sagen. Dann können wir noch aufnehmen. Den Vertrag. Feld 17 düngen. Machen wir mit unseren eigenen Geräten. Wir haben es ja extra gekauft. Zack. So. Haben wir noch was zu düngen? Das ist mir zu wenig. Transportieren, düngen. Feld 7. Egal wo es ist, wird akzeptiert. Nochmal was Besseres mit düngen. Vielleicht, 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 vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Also, zwei Verträge haben wir. Der Steier ist frei. Den nehmen wir. Oh, habt ihr gesehen, hier die Motortemperaturanzeige und die Tankanzeige hier an der A-Säule ist auch animiert. Sehr cool. Das ist cool. So, düngen war ja ausgemacht mit unserem Breda, mit dem kleinen. Den können wir allerdings auch noch ein bisschen putschen. Ein bisschen tuning. Haben wir eine Werkstatt am Hof? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Hier ist Dingsbums, Gras- und Heulager. Was ist da? Ah, da hinten leuchtet etwas. Da leuchtet etwas. Da schießt es mir wie Licht in die. Ah, genau. Hä? Ist es doch, oder? Komm. Genau, eine Hebebühne drin. Perfetto. Lasse uns den aufmutze. Na.
Hallo. Okay. Konfigurieren. Aufbau. Groß. Reifen. Nee, guckt euch das an, oder? Aus wie so ein Eselskarre von vor keine Ahnung wie viel 100 Jahren. Nein. Streuteller? Wer hat, der hat. Konfigurieren. Zack. So. Sehr schön. Sehr schön. Dünger reinhauen. Und dann erstmal zur 17. Wobei ich kann auch nochmal gucken, wo das Feld 7 denn ist. Weil, ne, wenn näher, dann günstiger. 7 und 17. Kann man sich gut merken. 17 ist hier, 7 ist. Nee, also erst Feld 17. Nein. Ja, es dauert noch einen Moment, bis ich mich hier zurechtfinde auf dem Hof. Wir hatten jetzt zwar schon einige Folgen, allerdings trotzdem noch lange nicht alles gesehen, ne? Ganz klar. So, jetzt gib mir bloß Dünger, sonst kriege ich die Krise hier. Danke. So, danke schön. Deckel zu. Also ich finde den Steier nicht verkehrt, ehrlich gesagt, ne? Schöner Trigger. Feld 17 fahren wir, glaube ich, in diese Richtung besser. Die Nase geht wieder ein bisschen zu im Moment. Und sonst, was habt ihr denn die Woche gemacht in den Ferien? Sind ja jetzt vorbei. Hattet eigentlich ihr alle Ferien? Also was heißt alle? Ich weiß nicht, wo ihr her seid, ne? Aber gab es diese Winterferien jetzt überall in jedem Bundesland? Ich weiß es gar nicht. Also Rheinland-Pfalz gab es die und auch das erste Mal. Ne? Das ist neu. Ja, die sind jetzt leider vorbei. Mein Sohn freut sich tierisch. Nicht. Allerdings hat er jetzt die nächste Woche auch noch, glaube ich, ein oder zwei Tage frei, Montag, Dienstag, wegen halt Fasching, Karneval oder wie auch immer man das nennt. So, wir haben Feld 17 erreicht, aber geschafft wird heute nichts mehr. Das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Natürlich auch über ein Abo, wie ihr möchtet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.